So, ich nehme die drei Mios, komm. Hey. Warte, was? Sind wir jetzt schon im Video? Ich glaube schon. Herzlich willkommen zu einem neuen Random Produkt Battle. Ich glaube, wir müssen das als Format etablieren eigentlich. Ja, oder? Das ist ganz geil eigentlich. Eigentlich ganz nice. So, weil man kann sich auch mit älterem Zeug battlen. Aber ich habe die Box nur genommen, weil da drei Mios drin sind. Ja, hoffentlich ist das eine gute Box. Nicht. Doch. Hoffentlich sind beide Boxen so gut. Also pass mal auf, hier ist ein schimmerndes Mew drin, hier auch und hier ein Reverse Holo und so, wollte ich gerade sagen. Rainbow Rare. Ein Reverse Holo Pikachu. Warte, wenn da jetzt ein Reverse Holo Pikachu drin ist, dann fresse ich einen Besen. Das Pack machst du als erstes auch. Da gibt's ein Vlog zu, wie Sascha, ich wollte immer PPP sagen, wie Sascha ein Besen isst. Da machst du ein Video zu, ne? Ein Video zu. Das machst du zuerst auch, okay? Sonst vergessen wir das. Okay. Also Reverse Holo Pikachu. So, die schimmernde Darkrai GX Collection, die müsste es eigentlich schon. Müsst ihr die eigentlich schon kennen mittlerweile? Ja, die gibt's auch bei Games Island. Oh. Für 17 Euro, Leute. Ich finde, für 17 Euro ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Man hat eine Jumbo-Karte, man hat die coole Promo. Die gibt es zwar auch in Nacht in Flammen, aber eben nicht als die schimmernde, beziehungsweise als Shiny-Form. Genau. Das gute Alternate Artwork. Wie wäre es, wenn du mal Darkrai Shiny huntest? Das wäre doch eigentlich mal eine gute Idee, aber ich glaube, Darkrai ist. Kann es sein, dass Darkrai Shiny Dog ist? Ich meine, es gab nur eine Promo, die mal Shiny war, ja. Von daher. Also ich mache auf jeden Fall die jetzt erstmal auf, weil. Achso, das muss ja sowieso zuerst aufmachen, weil ich wissen will, ob dann Pikachu Reverse Holo drin ist. Witz, wenn da ein Reverse Holo Pikachu drin ist, dann. Ach Gott, dann muss ich ja wirklich einen Besen essen. dann gehe ich irgendwo hin und kaufe mir einen Schokobesen. Haben wir noch Sleeves? Ja, wir haben noch. Ja, hier sind noch. Also das wäre ja schlimm, wenn wir keine Sleeves mehr hätten. Von daher. Schon lange kein Shining Gadgets mehr aufgemacht, eigentlich so gefühlt, ne? Ups. So, also ich würde sagen, wenn du da ein Pikachu hast, dann gebe ich auf, freiwillig. Ich habe schon mal eine Elektroenergie, das heißt, du kannst schon mal den Stiel essen. Na, ich kann ihn schon mal anknabbern. Ja, komm. Gut, Tausch. Bisaflor. Oh, jetzt kommt Warp-Energie. Oh, ein Grüße an Rosanna, ne? Grüße an Golbit. Oh, Pikachu. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Ding hier auch noch in Reverse holt. Lussel. Lundschlick. Ein Minun. Oh, das ist leider nur ein Kripok. Aber du hast was. Ich weiß. Hast du was? Oh nein! Es ist ein Raichu. Nein! Ich habe einen Sekrom. Nein! Du hast so viel von dem Reverse Holo Pikachu gesagt, erzählt, dass er sich gleich zu Raichu weiterentwickelt hat. Auch ohne Donnerstein. Das hat sich gedacht. Alles klar. Gut. Lass den Jungen reden. Hammer. Aber irgendwie witzig. Ich habe schon mein Pet-Maskottchen Shining Ledge. Mann, Shining Legends. Aber Moment mal, das ist ja ein Box-Battle. Das heißt, du stehst jetzt trotzdem mit 1 zu 0. Mit 2 zu 0. Ja, weil die zählen ja eigentlich nicht. Oder? Zählen die? Nee, wäre ja witzlos. Bringt ja eigentlich nichts, wenn die zählen. Nee, bringt nichts. Was war meine Reverse Holo? Keine. Kripok. Das war keine Rare. Keine Rare. So. Ich hab eine Lily. Oh. Ich auch. Ein Chris. Dieser Nein, da fängst du wieder mit links. Winofliebes. Hippapal. Sorua, das ist ein gutes Zeichen. Sorukex. Hier ist ein bestimmten Zoroark drin. Ein Turakrok. Kurtel. Rosana. Minun. Oh, ein Pikachu. Schon wieder ein Rosana. Zetan. Ein Tausch. Oh, Boyerlin. Und meine Rare ist ein Raichu. Oh. Are you kidding me? Ja, komm, die Holo kannst du auch rauslegen. Die musst du nicht in den Balk schmeißen. Ja, das ja, wollte ich ja. Es steht wieder mal sehr spannend. 2 zu 2. Hammer. Genial. Vor allem dann noch das super gute. Ja, warte mal, das ist mein Pack noch. Ne? Ja, ich habe ja hier nur Mew-Packs. Du hast nur Mew-Packs, was anderes kriegst du gar nicht. Oh, komm. Komm, Leute, weil wir mal wieder so gut drauf sind, weil wir zwei Raichus gezogen haben. Ach ja, jetzt kommt noch eins. Jetzt fange ich mal mit dem Bisaflor an. Schauen wir mal. So. Und zwar Impagator. Oh, ein Hyperball. Fuego. Kiloparda. Energie zurückgewinnen. Und das Pokémon habe ich auch nie verstanden. Ich auch nicht. Retanli. Golbitli. Minun. Voltoballi. Bamelini. Hyrakotli. Ein Grüß an alle Schweizer. Mit dem Voltoballi. Zurakexli. Keksli. Das ist doch kein Keks. Knisli. Und ich hab Keldeo. Ich hab noch einen Reichschuh. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab nur gesagt, dass du noch eins siehst. Weißt du, sowas.
Sowas kann nur uns passieren. Ja, Mann, ey, ne? Drei Raichus, komm, Playset ist so, safe. Ja, komm. Oder, ja. Ja. ich geh kaputt. Raichuli. Oh, leck. Gott, ich stehe mit zwei in der Kreide. Ich muss jetzt einen Hit haben. Hau rein. Ich mach mal ganz gemütlich, weil ich weiß ja, ich kann ja. Kann ja easy peasy. Oh Gott. Jetzt guck doch nicht immer. Nein, ich guck nicht. Oh Gott, weil du so angibst hier, weil du zwei Reitschuss gezogen hast und nicht nur eins. Energie zugewinnen, die. Hör auf, ich brech ab. Ich fall hier zusammen in Kartenhaus. Oh je. Oder wie ein Bulka offen. Okay, irgendwie war. Halt nicht. Ja, komm, Felilu. Mann, es ist langweilig. Wir sind Deutsche, wir verstehen keinen Spaß. Ja, wir sind ganz deutsch. So, irgendwie Worli. Klappador. Und ich hab einen. Was ist das? Du hast aber eine Topbox, muss Alter, ich sagen. Alter, mega krass die Box. Mega. Ja. Also Dennis, ich würde sagen. Ich hab verloren, ha? Du kannst irgendwie keine Battles, ne? Nee. Box-Battles sind nicht so deins. Selbst wenn du dir die Box aussuchst. Ich hab guten Riecher. Es sei denn, ich mach den Boxen auf. Ja. Dann ist es nichts. Aber Leute, ich würde einfach mal sagen, die schimmernde Dark Rage X Box ist mega cool, wenn man noch an schimmernde Legenden drankommen will. Kommen noch schimmernde Legenden-Produkte? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, aber ich vermute schon noch. Es hat mich ja eh gewundert, dass die Dark Rage Box noch rauskam. Ja. Ich habe gedacht, das wäre es schon gewesen. Aber egal. Ja, Leute. Lasst auf jeden Fall mal eine positive Wertung da, wenn euch das Ganze gefällt. Wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn wir das, ich sag mal, als wöchentliches Format oder regelmäßiges Format mal machen sollen. Sagen wir nicht wöchentlich, regelmäßig ist regelmäßig. Okay. Wir haben das ja jetzt hin und wieder einfach schon mal gemacht. Wenn euch das gefällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Feedback sehen wir immer gerne. Checkt einfach alles, was in der Beschreibung ist, ab. Leute, da gibt's cooles Zeug. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Wir sagen noch kein Tschüss. Ach so.